Construction complete. I always wanted to say that. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu State of Decay. Und was zum Teufel war da letzte Aufnahme los? I've got word on a group of survivors on the run. Feel like checking this out? Ja. Sehr gerne sogar. Wir werden nur vorher noch mal gucken. Erstmal können wir die nicht, ne? Werkzeugexperte? Scheiße. Okay, und nicht genügend Material. Gut, Material haben wir gar keins wieder. Oh, nein, 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 nein. Bist du blöd? Eieieiei. Was mache ich denn? Aus der Übung. Ein paar Materialien brauchen wir. Ach, Recherche in der, Recherche in der Bibliothek. Okay. Dort braucht ein Material. Das würde den Ertrag unseres Gartens steigern. Den Garten haben wir ja, aber das... Ein Material. Das ist doch nicht wahr. Zombies erschießen, das können wir machen. Die eine Munition können wir gerade mal raushauen. Okay, da hätten wir eigentlich soweit alles. Snacks kannst du auch mal machen, ist gar kein Problem. Ich meine, Essen haben wir genug, so ist nicht. Eine Gruppe neuer Überlebender. Tausche 15 Tagesrationen Essen gegen 3 Munitionskisten. Trifft dich mit Ray Santos. Fremde an Schwierigkeiten. Finde heraus, dass Quentin will. Noch ein Versorgungsabwurf. Und da drüben auch noch irgendwas. Infektionsherd zu beseitigen. Da haben wir noch einen Außenposten. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zu den Fremden in Schwierigkeiten. Nehmen wir jemanden mit. Achso, du willst die Dinger tauschen, richtig? Bist du gerade. Hi. Ja. Watch my back. Jo, komm mit. Wir müssen jetzt nämlich mal hier ein bisschen. Ach, das ist mein Verbündeter, der mir da angezeigt wird. Ich dachte schon gerade, hä? Was macht denn jetzt ein Zombie in unserer Base schon wieder? Turning off schon wieder. Aber hier sind erstaunlicherweise noch gar keine. Das habe ich nicht gesagt. Also erstaunlicherweise wenig, sagen wir es mal so. I'm on the move. Kumpel? Be careful. There are a lot of infestations out there. Ja, ja. Und die werden wir uns auch nochmal kümmern müssen. Aber wir schauen erstmal, da ist noch ein Zombie. Aber es ist eigentlich mal so im Vergleich zu der Kirche, ist hier echt wenig los, ne? Ah. Ja, ich hätte das nicht gesagt. Jetzt sollte wieder die Hölle los sein, geh weg. So, die Zombie-Herde kann sie ja gerne hinterherrennen, ist gar kein Problem. Soll sie machen, wenn sie Bock hat, wenn sie Lust darauf hat. Naja, ich sehe schon da hinten. Los, 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 los. Hep. Und los geht's. Brauchen könnten, aber dann. Okay, okay. Help! Help would be good! Man, that sucked on toast. Boah, Alter. We're happy to help however we can, of course. But don't think we're asking a freeload. We're happy to help any way we can, of course. But don't think we're asking a freeload. Na, okay. Bringen die Überlebenden nach Hause. Haben wir damit jetzt endlich ein paar neue Überlebende? Oh Gott, haben wir. Oh Gott, das wird ja Zeit. Jo, guten Tag, die Herrschaften. Geiler Pickup übrigens, geiler Pickup. Sehr geil. Oh, guck mal, gleich zwei in Schutzweste. Also das wären auch immer... Da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Fett durch die Zombie-Rolle durchgefahren, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber macht nichts. Hui. Ich muss gucken, das macht immer noch Spaß. Da ist übrigens ein Waffenladen, da können wir vielleicht mal reingehen. Ein paar neue Knochen besorgen und so. Vielleicht nicht das Schlechtes. You got it from here? Thanks. You got it from here. Yeah. Wir gucken gleich mal zu dem Waffenladen. Yes. Humans 1, flesh eating freak monsters 0.
Neue Gesichter. Yeah. Komm schon. Okay, sieht auf jeden Fall sehr verwüstet aus. Ich mach mal hier die Tür zu. Du und Lisbeth seid jetzt Freunde. Ach, sehr geil. Okay, wir haben wieder ein paar geholfen. Sehr gut. Ich finde es auch sehr krass, beziehungsweise auch schön, dass die... Oh, aus den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs. Och, geil, Alter. Geil. Dass die tatsächlich alle... Sit tight. I'm bringing this stuff home. Auch Namen haben. We'll Ach, guck mal, da liegt noch eine Waffenkiste. Dass die auch alle Namen haben, weißt du? Bei manchen Spielen... Willst du von mir? Bei manchen Spielen ist es ja so, dass sie dann einfach nur Überlebende heißen oder so. Oder halt keinen richtigen Namen haben. Zack. Aber hier ist das echt so, dass die alle einen Namen haben. Das ist schon krass. Das bedeutet allerdings auch, dass es wahrscheinlich nicht unendlich viele geben wird. Das weiß man nicht. Aber das weiß man nicht. Ich hab's noch nicht ausgetestet. Ich spiele das ja eigentlich, naja, mehr oder weniger, also ab jetzt schon blind. The hell am I gonna carry this? Da ist voll. Wir müssen ein bisschen aussortieren im Pickup. Ja, also wie gesagt, ne? Da weiß ich nicht. Können wir gleich mal nachladen. Das hätte es auch gedauert mit dem Nachladen, Kumpel. Dann müssen wir nochmal üben, ne? Das nächste können wir gerade mal auch hier reinbomben. Dass wir hier den Laden ausgeräumt kriegen. Schlagkräftige Munition mit weltweiter Verwendung. Schließt die gesamte Wehrmunition Kaliber .30 ein. Wird für Sturmgewehre und Gewehre mit hoher Reichweite verwendet. Ach geil. 7,62 mm. Sind die Dinger nicht in schweren Maschinengewehren normalerweise? I'm loaded up. See you back at base. We'll see you soon. Ah, ich weiß es nicht genau. So, wir gehen da gerade mal hin. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Entschuldigung. So, da gehen wir oben nochmal reingucken und dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Hier ist nichts, wenn ich das richtig sehe. Der glänzt nur so, ne? Ja. Okay. Das ändert ja schon. So ein ganz kleines bisschen ändert es ja schon an The Long Dark, ne? Was es angeht, so mit diesen Durchsuchen und so. Gut, bei The Long Dark gibt es keine Zombies. Was ganz gut so ist. Survival-Spiele sind irgendwie fast immer mit. Oh, Alter! Survivor 2K. Halbautomatisches Survival-Gewehr mit Klappschaft. Präzise, aber nicht für den dauerhaften Einsatz geeignet. Flinte, Super 90 KIVF, zuverlässige Militärflinte. Alter! Hoho! Was haben wir denn hier Schönes? Goddamn Miracle. Jo, leck mich doch am Arsch. Leckt's mich du am Arsch, kann ich ja mehr mitnehmen. Jo, leckt's mich du am Arsch. Was haben wir denn hier Schönes gefunden da, ne? Geil. Geil. Und keine Zombies, Alter. Wir haben einen Zombie hier getroffen. Pass auf, wir schaffen den ganzen Scheiß mal nach Hause, fix. Wir müssen ja theoretisch nur so ein bisschen hier rückwärts. Das ist ja kein Problem, ne? How's it going? I'm almost there. Found this while I was out. Guten Tag. What you got? Oh, you know, stuff. Yeah, stuff, man. Stuff. Okay, die können weg. Oh, nicht die. Bist du blöd? Alter, die brauchen wir. Und die kann aber noch mit... Nein. Wobei, nee, warte mal, wir nehmen mal die mit und die. I'm already loaded down. Können wir uns einpacken, okay. Wir können ja hier gleich mal rein. Warum machen die schon wieder das scheiß Tor nicht zu? So. Krankenbereich einrichten. Ja, können wir noch machen. Brauchen wir aber Dings für. Weißt du schon. Material. So, rein damit. Okay. Holen wir noch den anderen Scheiß aus der Karre und dann gehen wir nochmal hoch zu diesem Waffenladen. Es ist erstaunlich ruhig hier unten, ne? Guck mal hier, hier ist nix. Oh. Gut, ein Zombie muss man jetzt nicht unbedingt als Gefahr betrachten. Das ist ja... Also Gefahr ist jetzt was anderes, aber weißt du schon, ne? So. Also das mit dem Waffennachladen müssen wir nochmal üben, Kumpel. Das geht auch schneller, ne? Where the hell am I gonna carry this? Dieser Rucksack, Alter. Gibt's vielleicht noch einen größeren Rucksack, sag mal? Wir könnten einen brauchen. Ja, guck mal, Fitnessstufe 3, geil. Einfach nur, weil wir jetzt den Waffenladen noch rausgeräumt haben. So, weg damit. Alter, ich glaube, 3 Snacks reichen. Den Kaffee behalten wir, die Böller behalten wir.
6 Medizin, weiß ich nicht. Seit die ganze Truppe von der Erstbelegung weg ist, habe ich medizintechnisch immer so ein bisschen Bammel tatsächlich. So, jetzt können wir die noch wegschaffen. Andererseits können wir keinen Stanley mal zum Waffenladen fahren. Der Kofferraum ist leer, da passt ja noch was. Ach, vorne ist so eine Zombie-Horde, ich hab das doch gesehen, ey. Attention citizens, if any of your loved ones have contracted what's being called Black Fever, we advise you to quarantine them immediately. While at this stage, the army does not believe the disease is communicable. Its onset is extremely unpredictable. An unexpected death will lead to spontaneous reanimation. Hat. I've been thinking. You're so good at surviving out there. Ja. It might be a good idea if you train some of the rest of us. Bring Jacob mal ein, zwei Tricks bei. I think I've got something for you. Mhm. Have you got the location? Ja, du wirst mir gesagt haben. Gebiet mit Materialien gefunden, das freut mich. Waffenladen ist nicht mehr da. Ach, erzähl ja keine Scheiße. Also Schrank hier oben ist doch voll, den können die nicht mitnehmen. Ach, bin doch blöd, ey. Weißt du? Kaliberpunkt 40, Patronen mit mittlerer Reichweite für Pistolen und einige Maschinenpistolen. Oh, Alter, die Flinte ist geil. Sorry, aber die Flinte ist super. Ah, ich hör doch da einen Zombie. Ach, guck mal, sind sogar zwei. Na, hallo, Freunde. Patsch. Fett gegen die Wand geschmiert, ey. Oh, Schnauze. Fett gegen die Wand geschmiert. Geil. Ach ja, Kopf voran und patz. Schön. So, Kaffee kann weg. Die können die auch mal gleich nochmal mit. Nein. Oh, komm. Einmal wieder hoch da. Spieß voran. Drauf und dran. Setz auf Klosterdach den roten Hahn. Kennt jemand das Lied? Wir sind des Majas schwarzer Haufen. Irgendwie sowas. Und wollen uns mit den Adlern raufen. Holla Trio. Irgendwie so ging das. Spieß voran, drauf und dran. Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Das war so dieser Aufstand der Bürger gegen die Adligen. Wann war der? 1500 noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Tut mir leid, aber ich weiß es gar nicht mehr. Wo dann die Adligen halt ihre Söldner geholt haben und dann die ganzen Bauern abgemetzelt. Da war doch auch ein des Meyers, ne? Ritter Meier war das. Und der hat sich ja mit, der hat ja gesagt, hier, er ist auf der Seite der Bauern. Naja, gut. Lief nicht ganz so, wie es sollte. Sagen wir es mal so. Aber das Lied dazu ist schön. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das schön. So, also, pass auf. Muni. Noch mehr Muni, noch mehr Muni. Alter. Komm, wir haben 118 Schuss. Wir könnten damit theoretisch Maschinengewehr schon bestücken. Alter. Okay, pass auf. Wir gehen nochmal raus. Hiop. Hiop. Wir holen uns den restlichen Scheiß da noch aus der Karre. Zack, 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 zack. So. Damit ist die Karre leer. Wir gehen hier wieder rüber. Dann nehmen wir uns hier unseren Survival-Lehrling mal mit. Und dann schauen wir mal. Zack. Zack, zack, zack. Wir haben für die Munition weggelegt. Bin ich blöd oder was? Nehmen wir mal 20 Schuss mit. Ich denke, es ist okay. Vorgänger des AK-47. Bayonett entfernt. Boah, geil. Dogleg, sehr beliebt im nördlichen, mittleren Florida. Schöne Waffen haben wir hier. Alter, was haben wir hier für ein Lager? Was ist das denn? Okay, pass auf. Wir nehmen uns unseren Angsthasen mal mit hier. Der steht doch hier oben im Turm, oder? Oder? Was ist mit dir? Hä? Warum hast denn du so einen fetten Rucksack auf? What do you think? Geh auf eine Trainingstour, genau. Let's go somewhere else. No point in drawing more of them here. Komm mit. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin für... Ach da. Ach so. Das ist ja nicht so weit weg. Das können wir doch gleich mitnehmen, ne? Ich denke, das können wir gleich mal mitnehmen. Hep. Und hep. Kostet zwar ein bisschen Ausdauer. Ich meine, wir fahren jetzt im Auto, da kann es sich Ausdauer ja wieder regenerieren. Gar kein Problem, nicht? Wir brauchen noch einen Werkzeugexperten irgendwo her. Wo kriegt man den denn her? Ich hatte ja die Hoffnung, dass der Militärtyp sich uns irgendwann anschließt, aber. Weil der muss doch Werkzeugexperte sein, oder? Also, wenn nicht der, wer dann? Vielleicht jemand, der mal in der Werkstatt gearbeitet hat. Wäre. Hallo! Was? Ja, von der Autotür weg, Junge.
Geh von der Tür weg. Meine Fresse. Ich glaube Takt, Freunde. Aber wir sind viel zu weit gefahren. Ja. Keep your eye on our right. You got zombies incoming. Ja, von mir aus. Macht mir nichts. Jo. Jo. Einfach mal fett in die Blutlache da hinten reingesetzt. Geil. Ich würde sagen, wir parken gleich mal hier. Schlagen ja gegen die Tür, sag mal. Keine Ahnung. Ist mir egal. Jo. All quiet here. Jo. Alles ruhig oder was? Das ist so eine epische Musik, die er einsetzt. Komm mal her. Bam. Ich mag diese Moves irgendwie. Weiß nicht. So, Schnauze. 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 Au, lass das. Touch. Alter, diese Moves sind so der Hammer, ey. Entschuldigung, aber das ist so, ich finde das so geil. Hallo? Alter. Was war das denn? Das war ja mal schlecht. Hä? Ach, du meckerst hier, oder was? Jaja, also ich bin schon ziemlich incredible, Alter. Check mal die Reality. Fühl ich mich ja selber schäbig, wenn ich sowas rede. Klingt voll mies einfach. Du hast den Eingang im Auge. Also ich auch, aber ich muss hier suchen, ne? Und ich hoffe, wir finden hier endlich mal was. Jackpot. Stapel Baumaterialien. Ja, gut. I'll run this home. We'll be ready. Ist jetzt nicht so das Geilste, ne? Huh! Heiß. Mach doch keine Scheiße, Junge. Kleine Mistsau. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Was hat denn jetzt? Ich glaube, da hat die Blutspritz-Animation gerade gefehlt, oder? Das war ja strange. Eigentlich bin ich blöd, warum fahre ich eigentlich hier außen rum? Ist egal, warte. Du kannst ruhig sitzen bleiben, Kumpel. Ist kein Problem. That's up ahead. Ja, kein Ding. Komm, einsteigen. Beweg deinen Arsch, Junge. Komm, beweg den Arsch. Sehr gut. Ach, guck mal hier, schöner, komm. Truck. Okay, now we're gonna go kill some zombies the old fashioned way. Was? I aufgebeter. Na. Mayday, mayday! Okay, komm, einmal. Hey, warum komm ich hier nicht raus? Alter, was ist das denn? Ah, jetzt. Danke. Lass es. Keep an eye on our six. Was ist denn los hier auf einmal, Alter? Du da unten hältst die Schnauze. Und du, was versuchst du hier eigentlich gerade, Kumpel? Was versuchst denn du hier, hm? Also, lass dir mal durch den Kopf gehen, was du hier tust. We got Zeds at 9 o'clock. Freunde, was ist los hier? Warum liegen hier überall Zombies? Alter, was habt ihr gemacht, Freunde? Was habt ihr denn hier gemacht, Alter? Vor allem Geoffrey hat noch gerade nach Hilfe geschrien, weißt du? Ist doch der hier, oder nicht? Nee, Karl. Hä, wer ist denn Geoffrey? Ja, zum Teil ist es wieder Geoffrey. Guck mal, sogar die Wachen haben einen Namen. Das ist total... Ach, hier er. Nee, hä? Willst du mich verarschen? Bist... Hey, hier war doch gerade jemand da. Alter. Du? Nee, Caleb. Hä? Du bist auch nicht Geoffrey. Das weiß ich doch. Genau, du bist Jacob. Alter, was ist denn los hier? Huha, huha, huha. Alter. Boah. Also so ein bisschen erschrocken habe ich mich schon. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Ja. Welche Gegend sollen wir denn eigentlich säubern, sag mal? Keine Ahnung. Ach, da drüben. Ach so, ja, gut, da kann man immer hingehen. Kann man den da suchen, sag mal? Nee. Schade. Ich leite zum nächsten Ort. Ich hoffe, mit dem Autofahren geht auch. Alter, aber der Aufgeblähten jagen sich auch noch selbst in die Luft. Das ist natürlich mega asozial. Huch! Hä? Von alleine Gas?
runter. Hat's. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Und schon wieder darüber. Leck mich doch an. Sag mal, bist du da vielleicht nochmal weg oder was? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ah, schon wieder darüber. Na ja, gut, ich weiß ja, wo man lang muss. How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Ja, ja, mach das mal. Das kann ich vertragen, Alter. Found this while I was out. So. What you got? Oh, you know, stuff. Hab ich? Okay. Kommst du mit? Sehr gut, wir müssen ja hier rüber. Irgendwo hier ging's runter. Ach ja, hier. Hui. So. Okay. Wir gehen halt darüber, machen die Mission fertig und dann, ne? Oh, dass da drüben schon wieder jemand, schon wieder so welche sind. Ehrlich gesagt, wundert mich das. Now let's try some shooting. If you have one, attach a suppressor to muffle the sound. It's not silent, but it makes a big difference. Was ist mit ihm da unten? Irgendwo ging's hier weiter, warte. Watch your ammo and try and reload when it's safe. Hier. Hier geht's weiter. Ja, ja, die kommen doch eh nicht hinterher, alles easy. Hä? Ist hier oben jemand oder was? Nö. Ja, die kommt doch hinterher. Ja, sollen sie. Von mir aus. Ach ja, das war der Campingplatz, wo wir die SK. Da haben wir, glaube ich, die SKS gefunden, ne? So, Freunde, ihr könntet langsam mal hochkommen. Wo ihr schon dabei seid. Ich lade mal hier noch fix nach. 7 Schuss hält der Suppressor noch. Ist ja nicht so viel. Da, wo sind die jetzt? Kommt ihr mal hinterher oder was? Ihr Vögel. Zack. Also jetzt. Jetzt komm hoch, du Vogel. Oh, du Fischkopf. Ja, fett wieder. Runtergekickt. Ja, sehr gut. So, da kommt noch einer. Da ist gerade noch einer angerannt gekommen. Weil der Depp keinen Suppressor drauf hat. Better get ready. Thanks. You're a pretty good teacher. Oh, das war's. Jacob hat ein paar Sachen gelernt. Ah, das freut mich, ja. I got nothing left. Ja, ja. Uah, heißt er. Och, Alter. Man denkt nur, man fällt die ganze Klippe runter und ist dann, ja, dementsprechend, tot. So, warte, schauen wir mal eine Medizin rein. Ist vielleicht nicht schlecht. So, und dann kann Jacob. Ist das Jacob? Wer sind wir denn eigentlich gerade? Ach, Ashton. Okay. Ashton kann halt auch eine Runde pennen gehen. Das ist gar kein Problem. Wo wir dabei sind. Ich könnte gleich nochmal fragen, wo wir hier noch Materialien finden. Und wir können gleich mal gucken, können wir jetzt eine Dings bauen, sag mal. Du bist im Krankenbereich, ne? Ja, du bist im Krankenbereich. So, den Krankenbereich können wir gleich mal machen. Und das könnt ihr mal erforschen. Das dauert 4 Stunden. Also wird das erst in der nächsten Aufnahme, was? Also in der nächsten Aufnahmesession, nicht in der nächsten Folge. There are still a few things to do out there. Ja, ja. Wir sind ja drauf und dran, die Probleme hier zu lösen. Warum ist hier kein Stacheldraht, Freunde? Warum ist hier generell irgendwo kein Stacheldraht? Was soll denn das? Ich würde alle so zupflastern mit Stacheldraht, ey. Ganz ehrlich. Okay, abgeben können wir nichts weiter. Wir können uns höchstens noch eine Medizin wieder mitnehmen. Snacks sind 3, ein Käffchen. Käffchen nehmen wir uns noch mit. Ein bisschen Muni können wir wieder brauchen. Zack, zack. Knarre ist nicht nachgeladen. Und einen neuen Suppressor brauchen wir. Richtig. Richtig. Wir brauchen einen neuen Suppressor. 1, 2, 3. Ein Suppressor. Haben wir den hier noch? Genau, das ist der Bearbeiter. Das ist der selbstgemachte. Er hält 30 Schüsse. Können wir gleich mal. Ah, ne, die können wir noch nicht dran machen. Okay, erst in 4 Schuss. Aber erst in der nächsten Folge von State of Decay. Bis dahin. Ciao.